Ja, hallo und herzlich willkommen im Tabletop Basement. Wir bauen heute die Battlegroup Barbarossa Platte weiter. Wir haben im 4000er Abo Special, haben Thomas und ich eine Battlegroup Platte angefangen, speziell für die Barbarossa Kampagne. Im Prinzip ist es eigentlich nur eine einfache Wald- und Wiesenplatte, also nichts Schwieriges. Wir wollten so ein bisschen, ja, so ein paar Erhöhungen haben, ein bisschen Fels, ein bisschen Wasser. Ansonsten soll sie wirklich einen kleinen Straßenverlauf noch haben. Und ansonsten ist der Rest komplett grün, sodass wir einfach sehr flexibel sind und modulare Wälder stellen können, Häuser, Felder etc. Ja, ich zeige euch gleich den aktuellen Stand, wie weit wir zu dem 4000er Abo-Special gekommen sind. Und ja, machen jetzt einfach weiter und werden das jetzt so ein bisschen abkürzen, weil es ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich zeige euch noch so ein bisschen, was hier jetzt noch gemacht werden muss. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den aktuellen Stand und dann legen wir auch direkt los. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Sie ist sehr weiß, aber ihr seht schon, wir haben hier so ein paar Erhöhungen. Wir haben hier ein Plateau, wir haben hier ein größeres Plateau und wir haben da hinten rechts in der Ecke noch ein Plateau. Hier haben wir einen kleinen, wirklich kleinen Flusslauf. Eigentlich sollte hier eine Straße hochgehen. Das entscheide ich jetzt mal spontan, dass wir das nicht machen, weil das einfach ja, zu unnatürlich ist. Hier müsste quasi eine Brücke hin in dem Bereich und das wäre dann einfach zu steil. Von daher werde ich die Straße wohl einfach hier auslaufen lassen oder gehe auf die Seite rüber. Und ja, ansonsten wird hier eine Straße laufen, die nach hinten ausläuft und wir haben hier noch eine Abzweigung. Der Rest wird wirklich, wie gesagt, alles grün. Hier ein paar offene Stellen, vielleicht ein bisschen sandig. Ansonsten, ja, passiert hier nicht mehr viel. Als erstes werden wir jetzt die Straße machen. Dazu nehme ich einfach fein Chinchilla-Sand. Der ist einfach ja, extrem fein und hat nicht diese groben Körnungen wie beim Vogelsand mit drinne. Und das ist für die Straße im 15 mm Bereich doch ganz okay. Das heißt, wir streuen jetzt quasi nur die Straßen ab, lassen das kurz antrocknen und dann besanden wir die komplette restliche Fläche mit normalem Vogelsand. Und dann können wir eigentlich auch schon an die Begrünung rangehen. So, ich habe mir jetzt etwas ja, verdünnten Weißleim besorgt. Also puren Weißleim nehme ich immer nicht ganz so gerne, weil er sich einfach ja, sehr zäh verstreichen lässt. Also ich mache immer ein bisschen Wasser rein. Ja, dann habe ich hier Chinchilla-Sand und ich zeige euch das mal. Also der ist wirklich sehr, sehr fein. Also wir haben hier wirklich keine grobe Körnung drin, wie man ihn vom Vogelsand kennt. Das ist gerade so für Strandsachen ganz gut oder auch ja, für Wege halt zum Beispiel. Und gerade wenn halt auch der Maßstab ein bisschen kleiner ist, ja, ist Vogelsand, da sind dann teilweise echt Brocken drin. Und das sind dann ja, im 15 mm Bereich teilweise schon echt Felsen. Ja, ich werde jetzt die Straße einpinseln, werde das Ganze abstreuen und ja, sobald das trocken ist, zeige ich euch das Ergebnis. Ja, wir haben jetzt hier die abgestreute Straße. Wir haben jetzt quasi hier den Chinchilla-Sand genommen. Und ja, jetzt gehen wir einfach weiter und besanden die gesamte Fläche. Hier habe ich einen Eimer mit, ja, das ist ein Mix aus Vogelsand, Papageiensand, Chinchilla-Sand. Wir haben hier verschiedene Körnungen einfach drin. Den nutzen wir jetzt einfach und streuen einfach die gesamte Fläche ab. Ja, hier natürlich diese Felsenklippe, die sparen wir uns aus. Aber auch das Flussbett hier vorne, das streuen wir auch mit aus. Und ja, das streiche ich jetzt mal alles mit Leim ein. Streue das mit Sand ein, dann muss das kurz durchtrocknen und dann kümmern wir uns um diese Bemalung der Felsen und dann geht es auch schon los mit der Bemalung, ja, beziehungsweise Grundierung der Platte. Einmal grob trockenbürsten, weil wir ja viel mit Grün arbeiten und die Straßen, okay, da widmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, aber ansonsten sind wir dann auch schon fast durch. So, und weiter geht's. Ja, die Platten sind jetzt alle soweit besandet. Ich habe einige Stellen nicht optimal getroffen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir ja danach eben mit dem Woodland-Streu rübergehen. Ich habe mir jetzt einen Braunton angemischt, beziehungsweise ich hatte noch einen fertig gemischten Ton. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das für ein Farbton ist, weil das sind eigentlich Restfarben von den Tobruk-Platten. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schwarz und ein bisschen Braun noch mit reingemischt. Aber ansonsten sind das alles verschiedene Ockertöne, Gelbtöne, Brauntöne. Da nehmt einfach das, was euch am besten gefällt. Es ist jetzt hier so ein, ja, so ein Umbraton, helleres Braun. Ja, es geht schon so ein bisschen gräulich, also es ist so ein Umbraton. Ja, das Ganze werde ich jetzt einmal komplett einpinseln. Und
Ja, dann müssen wir das trocknen lassen. Das müssen wir gut trocknen lassen. Wer möchte, kann jetzt hier auch noch ein bisschen Weißleim mit reingeben, damit jetzt der Sand auch noch haftet. Aber im Prinzip ist es nicht notwendig, weil wir ja danach eh noch mit Bastelleim arbeiten und Geländebaufixierspray und so weiter. Also der Sand haftet eigentlich so schon. Und das kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich werde jetzt die komplette Platte mal mit diesem Farbton einpinseln. Ja, und dann werden wir das Ganze mal noch ein bisschen trockenbürsten. Trockenbürsten werden wir das eigentlich nur noch einmal grob drüber bürsten und um die Straßen kümmern wir uns dann noch mal so ein bisschen extra. Ja, ich werde jetzt pinseln, ihr werdet warten müssen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder ein Stück weiter. Die Platte ist inzwischen grundiert und ich habe einmal grob über die Platte drüber gebürstet, um halt einfach noch mal so ein bisschen, Struktur reinzubringen. Im Endeffekt wird man das nicht mehr sehen, weil wir viel mit Grün arbeiten werden. Den Fluss habe ich nochmal etwas heller aufgebürstet und die Straße nochmal zur Markierung einfach nochmal ein bisschen nachgebürstet. Um die Straße kümmern wir uns später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das kleine Felsenstück. Und zwar haben wir ja hier hinten ein Felsen mit eingearbeitet. Den habe ich jetzt schon mal grundiert. Bei der Felsenbearbeitung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, bei der Felsenbearbeitung gibt es verschiedene Bemalmöglichkeiten, je nachdem, mit was für Materialien ihr da auch arbeitet. Wenn ihr zum Beispiel Gussteile verwendet aus Stevalin oder Gips, dann sind das natürlich, kann man da ganz andere Methoden verwenden, wie wir sie jetzt verwenden werden. Wir haben jetzt hier Korkrinde eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gips arbeiten würde, dann würde ich viel mit Washes arbeiten und Pigmentwashes arbeiten. Und mehr braucht man da eigentlich nicht. Da nimmt man verschiedene Farben, layert die übereinander und dann sieht das extrem realistisch aus. Jetzt haben wir natürlich einen Korkfelsen, der ist nicht so saugfähig. Beziehungsweise es kann sein, dass das funktioniert, aber dadurch, dass der Kork an sich ja schon einen braunen Grundton hat, was wir ja bei Gips nicht haben, müssten wir den Kork quasi weiß vorgrundieren. Somit versiegeln wir das Kork und somit kann es sein, dass das nicht mehr, also dass das Wash nicht mehr aufgesogen wird. Von daher habe ich mich jetzt entschieden, ich habe das jetzt einfach ein bisschen grundiert. Ich habe schwarz und weiß und ein bisschen braun, dass ich so einen leichten Umbraton bekomme. Beziehungsweise es ist schon stark gräulich, aber so ein bisschen braun mische ich immer in meine Schwarztöne mit rein. Und ja, habe das jetzt vorgrundiert. Jetzt nutze ich dazu von Vallejo Stone Gray. Das ist eine wirklich tolle Steinfarbe. Die werden wir jetzt einmal grob drüber bürsten. Und dann werde ich, glaube ich, trotzdem Pigmentwash einmal drüber ziehen. Ein schwarzes. Einmal trocknen lassen und dann werden wir das Ganze nochmal so ein bisschen hochbürsten und das soll es dann schon gewesen sein. Das ist so ein bisschen mehr so die Comic-Variante. Es sieht dann nicht so realistisch aus, weil wir halt einfach mit diesen Washes nicht so arbeiten können. Aber vielleicht können wir da trotzdem noch ein bisschen was machen. Wir werden es einfach ausprobieren. Ja, ich würde sagen, wir bürsten jetzt erstmal Vallejo Stone Gray über die Grundierung. Ja, zum Trockenbürsten nutze ich immer ganz gerne hier so alte Tücher. Das hält immer so ein bisschen mehr aus wie Küchenkrepp. Und die wasche ich regelmäßig. Und dann kann man die auch immer wieder verwenden. So, ich habe jetzt ein bisschen noch von dem Grauton an meinem Pinsel, womit ich grundiert habe. Und jetzt bürsten wir wirklich einmal grob drüber. Und wenn das trocken ist, dann waschen wir einmal mit einem Pigmentwash, mit einem schwarzen Pigmentwash gehen wir da mal rüber. Vielleicht versuchen wir auch einfach noch mal ein paar Brauntöne mit aufzubringen. Das müssen wir mal gucken, wie sich das schwarze Wash verhält auf diesem Kork, weil das habe ich bei Kork tatsächlich noch nicht probiert. Von daher werden wir halt, so ein bisschen mehr diesen Comic-Look bekommen und nicht diesen realistischen. Und ich bin gespannt, wie es im Endeffekt aussieht. Aber ich bürste das jetzt erstmal trocken. So, wir haben das Ganze jetzt trocken gebürstet. Jetzt spüle ich noch mal kurz meinen Pinsel aus. Und jetzt habe ich hier ein schwarzes Wash. Kann man das sehen? Das sind schwarze Pigmente, einfach ein bisschen mit Glasreiniger angemischt. Sehr, sehr flüssig das Ganze. Das sind eigentlich die Pigmente, die ich normalerweise nutze, wenn ich Felsen bemale. Ja, damit waschen wir jetzt quasi den ganzen Felsen mal nochmal ab. Um einfach noch mal ein bisschen Tiefe reinzubekommen. Die Pigmente müsst ihr auf jeden Fall jetzt versiegeln, wenn ihr jetzt drüber bürstet, weil sonst reibt ihr die Pigmente ab. Wie genau ihr das macht, das zeige ich euch gleich. Und ihr könnt jetzt hier auch noch mit anderen Farbtönen reingehen, um halt so eine gewisse
Farbvarianten reinzubringen. Und das ist der Hund. So, aber das klappt auch hier bei dem Kork eigentlich relativ gut. Wir können jetzt hier einfach nochmal eine zweite Farbe einbringen. So, ich habe hier verschiedene Farbtöne. Ich habe hier ein Ocker, ja, einen sehr hellen Sandton. Den benötigen wir jetzt auf gar keinen Fall. Und hier ist noch, oh, das ist so ein Grauton. Also ich bringe jetzt mal ein bisschen noch was von dem Ocker mit rein. Da auf jeden Fall jetzt nicht zu viel. Jetzt so in diesem Grau. Und zum Schluss einfach noch mal mit ein bisschen Schwarz rüber. Am besten macht ihr das in einzelnen Schritten, wenn ihr das wirklich richtig farbig, wenn ihr verschiedene Farbnuancen einfach da drin haben wollt, dann in mehreren Schichten arbeiten. Also eine Schicht Pigmentwash auftragen, trocknen lassen, versiegeln. Dann die nächste Schicht trocknen lassen, versiegeln. Das Trocknen, das geht relativ schnell, das könnt ihr auch trocken föhnen. Das geht dann meist sehr gut. So, ich föhne das jetzt auch einmal trocken. Dann versiegeln wir das einmal, trocknen das nochmal durch und ja, dann bürsten wir es nochmal ein bisschen hoch und dann sollte es das auch schon gewesen sein. So, die Pigmente sind jetzt angetrocknet. Ja, Pigmente entfachen eigentlich ihre komplette Farbe eigentlich erst, wenn sie komplett trocken sind. Das sieht man jetzt noch nicht. Wir wollen aber gleich noch ein bisschen drüber bürsten, weil wir ja das Problem haben, da wir nicht auf weiß gearbeitet haben. Also müssen wir das Ganze jetzt gleich nochmal ein bisschen aufbürsten. Die Pigmente müssen jetzt dazu fixiert werden. Ja, wir nutzen unser Geländebauspray. Einfach einsprühen, das reicht schon. Und ja, das Ganze jetzt einmal trocken föhnen und dann können wir auch schon weitermachen. So, das Ganze ist jetzt getrocknet. Nun nehmen wir uns wieder was von unserem Stone Gray von Vallejo und bürsten jetzt nochmal vorsichtig rüber. Akzentuieren das Ganze dann nochmal mit ein bisschen Weiß, beziehungsweise ein Gemisch aus Weiß und dem Stone Gray und dann sollte es das auch schon gewesen sein. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine andere Bemalung, wie ich es sonst machen würde. Es sieht halt einfach realistischer und schöner aus, wenn ihr einfach weiße Gipsteile habt und dann einfach direkt mit den Washes drauf geht. Das sieht einfach super toll aus, wenn ihr dann einfach verschiedene Farben habt. Ihr habt es zum Beispiel gesehen in dem Video, wo wir das mit Woodland gezeigt haben. Da sind auf jeden Fall die Felsen so gestaltet worden. Und es gibt auch ein Patreon-Video, wo das nochmal gezeigt worden ist. Also für alle Patreons, die konnten das schon sehen. Ja, von daher ist diese Kork-Variante, ja, kann man machen. Ja, es ist jetzt auch das Kork. Also ja, es sieht aus wie Felsen. Es ist sehr, sehr rauer Felsen. Ne? Also ja, es gefällt mir nicht so richtig. Es ist okay. Aber ja, das nächste Mal arbeiten wir da auf jeden Fall wieder mit Gussteilen. Ja, leider war an dem Tag waren keine fertigen Gussteile da. Da hätten wir uns besser vorbereiten können. So, jetzt das Ganze nochmal ein bisschen mit Weiß akzentuieren. Und dann sollte es das schon gewesen sein, weil dann arbeiten wir eh noch mit ein bisschen Grün. Ein paar Pflanzen, die wir dann da reinsetzen. Ein paar Büschelchen. Und das war's. Jetzt haben wir nach unten, natürlich hier unten so einen leichten Rand von dem Wash. Das macht nichts, weil wir dann eh uns gleich um die Straße kümmern werden. Und auch da werden wir mal so ein bisschen rumprobieren. Aber zur Straße kommen wir gleich. So. So würde ich das jetzt fast schon lassen. Ich gehe noch mal ein bisschen mit Reinweiß rein. Und da müsst ihr dann echt aufpassen, dass das dann nicht zu krass wird. Ich bin auch nicht so der Freund von diesem Steingrau. Also so dieses typische Grau, richtig grau, mag ich auch nicht so gerne. Das ist mir dann auch zu unrealistisch. So. Das war's. So, jetzt kümmern wir uns um die Straße. Ja, nun kümmern wir uns um die Straßen. Man kann das natürlich jetzt so lassen. Man könnte das jetzt noch ein bisschen mehr aufbürsten. Und dann hat man eine Straße. Finde ich immer nicht so realistisch, weil dieses gebürstete,
Ja, weiß ich nicht. Das ist ja, das haben wir, wenn wir in die Natur gehen und gucken, dann haben wir ja auch keine trocken gebürsteten Feldweg oder so, sondern wir haben einfach eine Erdschicht, die vielleicht in ihren Farbnuancen so ein bisschen variiert. Aber ansonsten ist das ja sehr, sehr gleich. Von daher werden wir es heute auch einfach mal mit Pigmenten machen. Man kann das Ganze mit trockenen Pigmenten machen, man kann das mit feuchten Pigmenten machen. Ich werde das jetzt mal mit feuchten Pigmenten machen. Ich habe mir einen sehr dunklen Braunton genommen. Den werde ich sehr dezent auftragen und dann habe ich hier einen sehr sandigen Ockerton. Und dann werden wir das so ein bisschen miteinander verblenden. Ja, werden das einmal trocknen lassen. Wenn die Pigmente dann getrocknet sind, können wir mit einem Pinsel, mit einem trockenen Pinsel, das Ganze nochmal so ein bisschen aufbürsten und das nochmal miteinander vermischen. Und dann müssen sie nur noch fixiert werden. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Pigmente sind einfach trockene Pigmente und ich mische das immer mit Glasreiniger. Mache ich das? Also Glasreiniger ist halt so mein Allrounder. Und ja, ich pinsel jetzt einfach von dem nassen Pigmenten einfach was drauf. Das kann jetzt auch ruhig trocknen, das ist gar nicht schlimm. So, nehmen wir dann von dem sandigen Ockerton und pinsel damit auch wirklich die ganze Straße ein. Das ist doch sehr, sehr hell, das heißt, ich werde da gleich noch ein bisschen mit dem Braun reingehen. Wer will, kann jetzt hier auch einfach noch ein bisschen Glasreiniger oder Wasser ins Spiel bringen, um es halt noch ein bisschen flüssiger zu machen, um es einfach besser verblenden zu können. Wir können dann auch zum Schluss auch nochmal mit einem sehr hellen, sandigen Ton reingehen, um da auch nochmal so ein paar Akzente zu setzen. So, das werde ich jetzt erstmal mit der kompletten Straße machen. Lasse das einmal trocknen und dann zeige ich euch das mal. So, die Pigmente sind jetzt fast trocken. Nun schnappen wir uns einen trockenen Pinsel. Also der muss wirklich trocken sein. Jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Ich habe hier noch, ja, das ist meine Pigmentpalette. Wir haben jetzt die Möglichkeit, weil die Pigmente sind jetzt erstmal fixiert, weil wir sie ja nass aufgetragen haben. Nun können wir aber auch mit dem Pinsel rangehen und diese wieder ein bisschen aufbürsten und die Pigmente lockern. Das machen wir, indem wir aber auch jetzt wiederum trockene Pigmente dazu nehmen, um das Ganze jetzt ein bisschen noch aufzuhellen. Das heißt, wir verblenden jetzt die Schicht, die wir unten liegen haben, also die wir jetzt im nassen Zustand aufgepinselt haben, mit den trockenen Pigmenten und verreiben das einfach noch ein bisschen. Und mischen uns dann aber auch nochmal, je nachdem, so ein paar andere Farben wieder mit rein. Also das war jetzt ein bisschen zu hell hier. Und da müsst ihr einfach jetzt so lange machen, bis euch das gefällt. Ja, warum eigentlich Pigmente? Auf der einen Seite natürlich, weil wir die viel schöner miteinander verblenden können und somit verschiedene Farbnuancen einfach haben und haben halt nicht diesen typischen Trockenbürsteffekt. Weil wenn wir jetzt hier mit Farben rangehen würden, ja, wir könnten das nass in nass machen, würde aber lange nicht so aussehen, als wenn wir das mit Pigmenten machen. Und zum einen haben wir natürlich durch die Pigmente gleich eine sandige Oberfläche. Also ist, ja, wir haben halt ja, eine reine sandige Oberfläche und das passt natürlich zu solchen Feldwegen noch viel besser. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Braun, wie wir es jetzt auf der Platte hier haben. Das macht aber nichts, weil wir wollen ja das komplette, ja, das dient nur zur Grundierung und wir machen die ganze Platte ja extrem grün. Ja, ich werde jetzt verschiedene Pigmentfarben einfach hier auftragen, einarbeiten. Und dann müssen wir zum Schluss einmal die Pigmente versiegeln, damit das Ganze dann fällt. Ja, sobald ihr dann den Farbton habt, der euch gefällt, dann pustet ihr einfach nochmal grob über die ganze Platte rüber, sodass die einzelnen Pigmente noch von den Seitenrändern verschwinden. Hier haben wir noch so ein paar dunklere Flecken. Das liegt einfach daran, weil es einfach noch feucht ist von dem nassen Farbauftrag. Ich glaube, das gefällt mir jetzt soweit ganz gut. Das hebt sich natürlich jetzt extrem ab von dem Untergrund. Aber wenn wir dann das Ganze leicht begrünt haben, denke ich mir, könnte das ganz gut aussehen. Ja, wir nutzen wieder unser Geländebau-Fixierspray, um halt die Pigmente jetzt zu versiegeln. Sollte euch das danach noch nicht gefallen, könnt ihr natürlich jederzeit nochmal rübergehen. Ich denke mal, wir werden, nachdem das Ganze begrünt ist,
auch nochmal mit Pigmenten rangehen, damit wir so ein bisschen die Grasränder einfach nochmal ein bisschen mit Pigmenten bestauben. So hat das Ganze noch so ein bisschen so einen leichten realistischen Übergang. Aber wir haben jetzt erstmal die Grundstruktur drauf. Jetzt verfärbt sich das Ganze natürlich wieder dunkel und die volle Farbkraft kommt dann eigentlich erst wieder, wenn es getrocknet ist. Aber das ist halt ein wichtiger Schritt, weil sonst würdet ihr die Pigmente einfach wieder abreiben, runterpusten. Gerade halt auch, wenn ne, wenn es sich um Spielplatten handelt, reibt sich sowas natürlich sehr schnell ab. Im Dioramenbau braucht man das nicht unbedingt versiegeln, weil da fingert man halt nicht so rum wie beim Tabletop. Aber im Tabletop ist das schon sehr, sehr wichtig. Ja, das föhne ich jetzt nochmal trocken. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie es dann weitergeht. Dann könnten wir eigentlich schon mit der Begrünung loslegen. Ja, als nächstes schnappt ihr euch wieder verdünnten Weißleim. Und als erstes grundieren wir quasi das Ganze jetzt mit dem Blended Turf von Woodland Scenix. Und das machen wir jetzt einfach nochmal mit einer Schicht Weißleim, damit das auch wirklich gut hält. Ja, dazu pinseln wir einfach jetzt. Wir wollen die ganze Fläche auf jeden Fall nutzen. Wir lassen hier auch nichts aus, das heißt, wir pinseln jetzt grob. Ihr seht hier, ich habe noch Pigmente an meinem Pinsel, das ist aber gar nicht schlimm. Einfach alles ein, bis auf die Straße und den Fluss und natürlich den Felsen, alles einpinseln, das einmal komplett mit Woodland, dem Green Blend, abstreuen. Das muss dann einmal trocknen und dann können wir, weiterarbeiten mit den verschiedenen Turfsorten. So, ich werde das jetzt alles mal komplett einstreuen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir haben jetzt eine richtig schöne grüne Platte. Wie man sehen kann, hier hinten in dem Bereich habe ich ein älteres Turf genommen. Also auch ein Green Blend von Woodland. Und weil meins nicht mehr so gereicht hat, musste ich eine neue Dose aufmachen. Und das ist tatsächlich ein bisschen, sieht alles ein bisschen frischer aus. Aber das macht nichts, weil wir ja jetzt das Ganze mit verschiedenen Turfsorten abstreuen. Ja, das sieht jetzt natürlich aus wie so ein Rasenteppich von GW oder halt von, man kennt es von einer Modellbahn. Es ist halt ein Grünton und jetzt wollen wir da so ein bisschen Farbvariation reinbringen. Die erste Schicht haben wir mit Leim aufgetragen, das heißt, die ist jetzt auch fest. Also wir haben hier noch, die ist noch ein bisschen feucht teilweise. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wichtig ist jetzt, dass die Wege frei sind von Gras. Einfach nochmal drüber pusten und beginnen wir mit Fine Turfs und dem Blended Turf Earth Blend und werden jetzt verschiedene Farbvariationen einfach draufstreuen und dann werden wir immer gröber, so dass wir dann einen Coarse Turf nehmen, das ist dann so ein bisschen flockiger. Das haben wir hier zum Beispiel, das ist einfach so ein bisschen grober. Auch dort werden wir mit ein, zwei verschiedenen Farben arbeiten und dann werden wir noch gröber und gehen dann in Richtung Bushes und Underbrush und vielleicht noch so ein bisschen Klampffoliage. Ja, ich würde sagen, ich beginne jetzt mit den ersten Turfsorten, streue mal so ein bisschen und gucke mal, wie das so passt und dann sehen wir uns zum ersten Versiegeln gleich wieder. So, nachdem wir die verschiedensten Farbtöne drauf haben und das Ganze jetzt ineinander geblendet haben, zum Abschluss nochmal eine Schicht normales Blended Turf von dem Green Blend drüber. Jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Wie gesagt, das ist jetzt alles der feine Turf. Wir machen jetzt weiter mit dem Coarse Turf. Da nehmen wir jetzt mal gucken. Ich habe hier einmal hier so ein bisschen Burnt Grass und Medium Green. Das sind so die zwei Sorten, die werde ich jetzt erstmal nochmal grob verteilen, an Stellen, wo es passt. Man kann jetzt schon mal gucken, okay, wo stehen denn später Geländeteile? Das wird in dem Bereich sein, das wird in dem Bereich sein, hier hinten. Aber auf jeden Fall das Coarse Turf, auf jeden Fall hier so an den Hügeln, hier an den Hügeln und teilweise so ein bisschen verstreut. Und dann, wenn wir dann weitergehen mit den Bushes und den Underbrushes, da arbeiten wir dann wirklich nur noch an bestimmten Stellen, weil die sind sehr grob. Da macht es dann schwieriger mit Geländeteilen, die wir dann oben drauf stellen wollen. Ja, immer, wie gesagt, nach jeder Schicht schön einsprühen. Die Platte ist jetzt richtig nass. Die braucht dann wahrscheinlich auch bis morgen, bis die komplett trocken ist. Ja, ich verteile jetzt erstmal den Coarse Turf. Vielleicht entscheide ich mich auch noch für einen leicht gelblichen Ton. Aber das werde ich sehen, wenn ich es dann verteilt habe. So, nachdem ich nun alles hier fertig begrünt habe, eingesprüht habe und das Ganze noch vor sich hin trocknet,
können wir uns jetzt schon mal ein bisschen um den Fluss kümmern. Das muss natürlich jetzt hier noch ein bisschen trocknen, aber wir können hier schon mal die Sperren reinbauen. Und zwar ist es ganz wichtig, wenn ihr hier einen Fluss habt, der quer über die Platte geht und ihr habt hier die Enden, die müsst ihr unbedingt abdichten. Am besten, ja, nehmt euch ein Stück Styrodur, also ich nehme jetzt in dem Fall ein Stück Styrodur und klebe das quasi jetzt hier direkt an die Platte dran. Ganz wichtig, ihr müsst das richtig versiegeln, weil dieses Harz, was wir nachher gießen werden, das sucht sich seinen Weg. Und von daher müsst ihr das richtig festkleben. Jetzt kommt drauf an, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, ihr könnt dazu Acryl zum Beispiel nehmen. Könnt das hier rankleben und dann braucht das aber wirklich ein paar Stunden, bis das richtig durchgehärtet ist. Da seid ihr aber auf der sicheren Seite. Ich nehme auch oft Heißkleber, weil zum einen kann man Heißkleber sehr, sehr gut wieder entfernen und es klebt halt direkt. Und wir können es halt direkt rankleben. Das dauert dann keine Minute und dann ist das Zeug steinhart. Und nachdem das Harz dann durchgetrocknet ist, können wir das dann auch wieder super entfernen. Also das heißt, wir werden das abreißen, wir werden ein paar Reste dort kleben haben, aber das können wir ganz leicht mit einem Cutter dann entfernen. Ja, ich werde das jetzt mit der Heißklebepistole hier dran kleben, an beiden Seiten. Und dann müssen wir, ich denke mal, noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten, bis das hier wirklich durchgetrocknet ist und dann können wir auch das Harz schon reingießen. Und dann wären wir auch schon eigentlich fertig, wir müssten die Ränder dann noch schwärzen. Ja, so, aber ich werde mich jetzt erstmal um diese Sperren kümmern. So, willkommen zurück. Ich habe gestern Nacht noch das Wasser gegossen, weil ich dachte, okay, bevor du jetzt nach Hause fährst, gieß jetzt noch schnell das Wasser an, dann ist das heute hart. Ich habe das jetzt echt vergessen aufzunehmen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe Epoxidharz gemischt, habe da ein bisschen von dem von der Wasserfarbe von Woodland Scenics reingemacht und habe das dann quasi in diesen Fluss gegossen. Ihr seht, ich habe jetzt auch schon die Bremsen hier wieder entfernt. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Einfach die Styrodurschiene vorkleben mit Heißkleber und dann könnt ihr das super, sobald das Harz getrocknet ist, wieder abschneiden. Das Harz ist jetzt noch nicht komplett durchgehärtet. Es ist hart, aber es ist noch nicht komplett durchgehärtet. Aber wir können jetzt mit dem Water Ripples Effekt weitermachen. Das heißt, wir bringen jetzt einfach noch ein bisschen Bewegung hier in diesen Fluss rein. Und man kann hier sehen, das Wasser ist natürlich, hat sich hier ein bisschen hochgezogen an das Gras. Das heißt, sobald dieser Ripple-Effekt getrocknet ist, müssen wir dann hier die Kanten einfach nochmal so ein bisschen nachbegrünen. Das haben wir da hinten noch ein bisschen mehr. Und man kann das auch so lassen, dann sieht es halt aus wie ein nasses Gras. Aber ich werde das einfach noch ein bisschen nachbegrünen. Ja, dieser Water Ripples-Effekt ist sehr leicht aufzutragen. Ich hoffe, das reicht noch. Wir schnappen uns einfach einen Pinsel, ihr könnt auch ein Holzstäbchen nehmen. Und dann nehmt ihr einfach das Zeug und tupft es auf das Harz drauf und verteilt es erstmal. Und dann könnt ihr das bestimmen, wie krass ihr die Bewegung haben wollt. Also ihr könnt jetzt sehr, sehr viel Bewegung haben, indem ihr das sehr, sehr hoch ansetzt. Das heißt, ihr tupft mit dem Pinsel rein und zieht richtig große Fäden hoch. So habt ihr natürlich eine entsprechende Bewegung. Ihr könnt das aber auch sehr, sehr flach halten, indem ihr das einfach aufpinselt und so leicht hochzieht. Dann habt ihr wirklich, dann sieht es nicht aus wie so ein Wildbach. Ja, das kann man jetzt ganz nach Belieben machen. Ja, ich werde das jetzt mal den ganzen Fluss auspinseln. Und dann am besten erstmal schön eine Masse draufstreichen und dann die Bewegung macht ihr dann zum Schluss, um einfach dann zu gucken, okay, wie krass möchte ich eigentlich diese Bewegung haben. Ja, dann werde ich das einmal kurz durchführen mit dem gesamten Bächlein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt alles schön ausgetupft und man sieht jetzt auf jeden Fall, wir haben hier Bewegung im Flüsschen. Es ist ja wirklich nur so ein kleiner Bach und man sieht so einen leichten Wellengang. Mit diesem Ripple-Effekt können wir definitiv keine krassen Wellen erzeugen. Da gibt es ja diesen Welleneffekt von Woodland. Der ist dafür definitiv besser geeignet. Das kriegt man mit diesem Ripple-Effekt nicht hin. Das brauchen wir auch gar nicht. Wir wollen ja hier einfach nur so ein bisschen Bewegung drin haben und nicht so platt. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich muss jetzt nur noch die Ränder schwärzen. Und dann ist unsere Grundplatte fertig. Das sieht jetzt nicht spektakulär aus, ne? Also es ist jetzt wirklich, weil ja nichts draufsteht. Sieht das jetzt ein bisschen langweilig aus. Man muss sich das jetzt vorstellen, da kommen jetzt noch Waldbasen drauf, das ein oder andere Feld, das ein oder andere Häuschen. Und wir können diese Platte jetzt tatsächlich auch für mehrere Sachen verwenden. Ne? Wir können hier drauf, also geplant ist es ja für Battle Group, Barbarossa.
Wir können hier aber auch genauso gut Battlegroup Normandie drauf spielen im Hinterland. Wir können hier aber auch Bolt Action drauf spielen, 28 mm Maßstab, kein Problem. Die Straßen sind, das sind halt dann, bei Bolt Action sind es dann kleine Feldwege. Bei Battlegroup sind es schon Landstraßen. Wir können hier auch The Walking Dead drauf spielen. Wir können hier Strange Aeons drauf spielen. Wir können hier Warhammer drauf spielen. Warhammer 40k, Age of Sigmar. Es ist eigentlich, diese Platte ist so universal. Wir könnten Black Powder drauf spielen. Gut, für Black Powder ein bisschen klein, aber es ginge. Saga geht, Steinhagel. Wie gesagt, diese Platte ist wirklich universal einsetzbar und ich bin zufrieden, ich finde sie schick und sieht halt nur ein bisschen langweilig aus und nicht spektakulär. Ja, ich würde jetzt noch die Ränder schwärzen und dann sehen wir uns noch zu einem abschließenden Fazit und Gespräch. So, die Platte ist fertig. Ich habe jetzt die Ränder nochmal geschwärzt, beziehungsweise ich habe mich für den Braunton entschieden, den wir auch aufgetragen haben, als wir die Platte grundiert haben. Den habe ich jetzt noch einmal komplett ringsrum aufgetragen, damit das einfach ein bisschen sauberer aussieht und wir halt auch hier in den Übergängen keine weißen Stellen mehr sehen. Ja, ihr habt selbst gesehen, das ist alles kein Hexenwerk. Für mich ist das Gaming-Standard. Man kann natürlich jetzt hier noch viel, viel mehr machen. Man muss da immer so ein bisschen den Mittelweg finden zwischen praktisch und geil aussehen. Ich finde, das sieht gut und natürlich aus. Wir haben hier nicht diesen extrem künstlichen Look, den wir haben, wenn wir künstliches Grasstreu auftragen. Wir haben das alles ein bisschen realistischer. Aber trotzdem ist es praktisch genug, um jetzt auch noch das Spielfeld zu verändern. Natürlich, wir haben hier vorgefertigte Straßen, die werden immer so bleiben. Man könnte die jetzt, wenn man weitere Module bauen möchte, kann man das natürlich so machen, dass man die gleichen Abstände einhält. Dann kann man die Platten ineinander noch austauschen. Macht aber, denke ich mal, keinen Sinn. Diese Platte wird jetzt ein halbes Jahr bespielt werden und dann wird diese Platte wahrscheinlich eh wieder an jemanden verkauft werden, weil wir dann einfach ein halbes Jahr gespielt haben, dann reicht das auch und dann kann man sie wieder weggeben. Wobei die Platte ist halt so universell, dass wir sie für so viele Systeme verwenden können. Von daher denke ich mal, dass diese Platte eine Chance hat, weiter hier zu bleiben. Hier im Hintergrund seht ihr die Ardennenplatte. Die ist jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr alt, aber die ist jetzt tatsächlich, steht jetzt zum Verkauf. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Das sind 6 Module. Die müssen jetzt weg. Die wurden jetzt oft genug bespielt. Wir wollen jetzt mit D-Day anfangen für Battlegroup. Das wird auch wieder ein größeres Projekt. Das heißt also, diese Platten, die bleiben immer so ein halbes Jahr hier und dann werden sie immer verkauft. Ja, aber wie gesagt, das ist für mich Gaming-Standard. Wenn man feste Platten baut mit festem Gelände und so weiter, dann kann man natürlich noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Kleine Grasbüschelchen auftragen, hier noch ein bisschen mehr Grün, da ein bisschen mehr Natur, da ein Busch, da ein Baum. Das macht bei solchen Platten einfach keinen Sinn. Ja, jetzt nochmal kurz den Schnelldurchlauf, den ihr habt gesehen in dem ersten Video. Das verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Da haben Thomas und ich quasi das Grundgerüst gebaut, wie wir das gemacht haben. Und ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben das Ganze besandet, dann haben wir es grundiert, dann haben wir das Turf aufgetragen, das Grobe geflockt oder den groben Flock aufgebracht. Wir haben den Weg mit Pigmenten bearbeitet, wir haben das Harz reingefüllt, zum Schluss noch ein Wassereffekt drüber, fertig. Ich habe eben gerade noch mal ein bisschen Mattlack über die Wege gesprüht, weil durch das Geländebau-Fixierspray kann es passieren, dass einige Sachen so ein bisschen glänzen. Und deswegen habe ich die Wege jetzt gerade nochmal mit ein bisschen Army Painter Matt Spray abgesprüht und jetzt sind die aber auch matt. Ja, ich mache jetzt nochmal eine kleine Rundansicht. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen, könnt es vielleicht nachbauen, wenn ihr Lust habt. Und ich freue mich immer über Bilder. Ich habe jetzt gerade gestern habe ich wieder was auf Facebook entdeckt, da hat jemand nach unseren Tutorials nachgebaut. Das freut mich immer sehr, wenn man dann Bilder sieht, wo wir quasi ein Tutorial gemacht haben und die Leute das nachbauen. Freue ich mich immer sehr, wenn ihr Bock habt, schickt uns die Bilder, postet sie irgendwo, schickt uns sie per Mail oder Facebook. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, das war's zum zweiten Teil und Ende des Spieltisch-Tutorial für Battlegroup Barbarossa. Beziehungsweise kann man diese Spielplatte dafür fast jedes System verwenden. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.